muss ich erstmal hier den ganzen Ding abfliegen, um überhaupt zu sehen, was da los ist. So, hier geht es einmal quer rum. Da ist dann komischerweise noch Wasser. Diese Wieso? Händler. Die sind immer noch eine Plage. Das muss man auch nicht verstehen, was sich Mojang bei denen gedacht hat. Alter, dieser Ring ist so riesig. Wo sind wir hier eigentlich? Sehe ich nicht, weil ich nicht weiter rauszoomen kann. Ja, aber bei der Frage sind wir immer noch nicht weitergekommen. Oh, offenbar sind wir doch weitergekommen bei der Frage. Ja, ich probiere jetzt aus. Ja, probier du aus, weil ich habe da relativ wenig Ahnung. Ich kann hier nur über sinnlose Sachen schwafeln. Amin. So schlecht sieht das, ist das, glaube ich, nicht, oder? Das sieht für mich auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Mal, hat denn Disney Plus eine Statistik rausgegeben, was bei ihnen am meisten geguckt wird? Ja, Disney Plus Most Watched. Eine Top 10 gibt es zumindest. Ganz vorne ist bei Movies ist Black Panther 2 jetzt. Ja gut. Die Movies sind halt irgendwelche Filme. Okay, teilweise sind die Sa Warum ist Spider-Man 3 auf Disney Plus? Aber nur der dritte. Der ist zumindest in der Most Watched-Liste komischerweise drin von heute. Von heute. Ja. Warum Spider-Man 3? Ich habe keine Ahnung. Meistgeschaute Serien, ja gut, Mandalorian ganz vorne, dann Blu-ray. Was ist Blu-ray? Okay, selbst wenn ich das Poster sehe, habe ich keine Ahnung, was Blu-ray ist. Sind die randomsten Sachen dabei? Nach Land kann man hier gucken, sogar. Wie auch immer diese Seite das alles rausfindet. Aber auch nur in manchen Ländern kann man das rausfinden. Also für Deutschland gibt es keine Statistik, blöderweise. Das fällt wahrscheinlich unter Datenschutz. Ja, da gibt es nur für Serien eine Statistik. Da steht nämlich, dass Mandalorian in Deutschland auch voll gefragt ist. Ich habe keine Ahnung, wie das rausgefunden wird. Hier Top-TV-Shows, ja, da sieht man hier ganz viel Mandalorian. Aber irgendwie auch nur Europa und Nordamerika. Oh, gut, ganz Amerika eigentlich. Und Australien ist hier drin. So Afrika und so. Ich weiß nicht, ob es Disney Plus da gibt. Und hier größten Teil von Asien gibt es irgendwie keine Statistik. Nehmen wir da auch den gleichen Block?
Oder? Ja, gute Frage. Einen anderen. Da können wir eigentlich was anderes nehmen, mal für zur Abwechslung. Ja. Etwas, hier diesen Metallblock oder so kann man auch bestimmt nehmen. Könnte man. Damit wir hier ein bisschen Abwechslung reinkriegen. So, überleg du da einfach mal. Ich finde es einfach schön, wie überall in Nordamerika und so und Europa und sowas, überall Mandalorian meist gesehen, gedreht und dann Indonesien ganz random die Oscars. Die Oscars. Warum laufen die auf Disney Plus? Und was noch wichtiger ist, warum interessiert sich Indonesien so sehr dafür? Vor allem als einzige irgendwie gefühlt. Ja, in mehreren Ländern ist auch Blu-ray irgendwie die meistgesehene Serie. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Blu-ray eigentlich ist. Hier Indonesien, mal sehen, was steht, was ist denn da gerade angesagt? Ganz komische Sachen offenbar nur. Der meistgesehene Film in Indonesien auf Disney Plus, komischerweise Titanic. Oder ist das überhaupt Disney Plus? Ich habe keine Ahnung. Das fängt schon sehr gut an. Also die Indonesier sind einfach komisch, halten wir fest. Das ist das Fazit der heutigen Folge, dass Indonesien komisch ist. Weil die die einzigen auf der Welt sind, die sich für die Oscars interessieren. Da haben wir auch unsere tollen Predictions abgegeben, zu irgendwie zwei Kategorien oder so. Oder haben wir zu mehr Kategorien eine Prediction abgegeben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war so ein unwichtiges Thema, dass wir dann auch wieder Ja, gewechselt sind. was haben wir? Wir haben ganz einfach haben wir predicted, dass Avatar beste Effekte gewinnen würde. Ja. Ja, das wussten nur wir. Niemand sonst hätte diese Idee Wir haben es gehabt. zuerst Wir haben es gesagt. zuerst gesagt. Ihr konntet es bei uns zuerst hören. Das ist eindeutig. Ansonsten haben wir, glaube ich, so nicht wirklich viel was gesagt hier. Bei bester Film habe ich irgend so einen random Film genannt, der einfach nur weil er langweilig klang. Da lag ich da, glaube ich, daneben. Ja, aber das sagt ja auch nur daran, dass ich davon ausgegangen bin, dass man da nur einen langweiligen Film gewinnen lassen würde. Wer wurde denn bester Film? Das Everything wurde irgendwie bester Film. Jetzt kannst du sogar sagen, dass du den besten Film des Jahres geschaut hast? Ja, kann ich sagen. Ich habe den besten Film des Jahres. Das war eindeutig der. Die Oscars sagen das so. Es gibt ein paar Jahre, da habe ich den besten Film, glaube ich, geschaut tatsächlich. Oder? Was war letztes Jahr bester Film? Coda, okay, den habe ich nicht geschaut. Was war davor? Nomadland, habe ich auch nicht geschaut. Okay, langsam ist peinlich. Hier Parasite, den habe ich sogar gesehen. Der davor war. Da kann ich sagen, ich habe einen Film gesehen, der bester Film war. Was war davor? Green Book habe ich auch nicht gesehen. Was war davor? Davor war Shape of Water, habe ich auch nicht gesehen. Ja, man merkt schon, ich bin total unkulturell. Ich schaue die ganzen besten Filme nie. Davor habe ich auch nicht gesehen. Davor habe ich da mal was gesehen. Spotlight habe ich auch nicht gesehen. Warum gewinnen denn immer nur Filme, die ich nicht gesehen habe? Hier Birdman davor, den habe ich sogar gesehen. Weil es Oscars sind. Deswegen.
Ja, also da habe ich jetzt immer, ich glaube, drei habe ich jetzt gesehen tatsächlich. Dann das habe ich auch nicht gesehen. Argo hab ich, glaube ich, mal in der Schule irgendwie zur Hälfte gesehen. Das war wieder einer dieser typischen Filme, fängt ihn an im Unterricht und schaut ihn dann nicht zu Ende. Das Ich geht weiß nicht gar mal mehr, in nicht. welchem Fach das war. Dann The Artist. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Zumindest wäre es mir nicht bekannt. Habe ich sogar Filme, die habe ich so teilweise sogar gesehen. Irgendwann mal. Aber war nicht irgendwann so, hat nicht irgendwie Herr der Ringe 3 sogar bester Film damals gewonnen? Täusche ich mich Der hat da? doch sogar am meisten Oscars mit doch drei anderen Damals Filmen oder als, so. ja, hier Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, hat Hat der bester nicht Film elf gewonnen. Oscars? Der hat 11 Oscars war er nominiert und hat sie alle gewonnen. Das ist eine Leistung, das schaffen nicht viele Filme. Aber das war ein Film, den habe ich sogar gesehen. Damals, als die Oscars noch richtige Filme nominiert haben. Und nicht nur so Kunstzeug, was keiner gesehen hat. Gut, Herr der Ringe ist aber auch sehr gut. Ja. Dabei war das denn nicht dann auch irgendwie so, dass irgendwie Star Wars hat auch nicht bester Film gewonnen damals? Was ja auch so ein Riesenskandal war, da vor Urzeiten. In 1977, nee, Star Wars wäre wahrscheinlich erst das Jahr danach, ne? Hier, Star Wars hat die meisten Auszeichnungen zumindest gewonnen. Aber bester Film hat es verloren gegen den Klassiker schlechthin, der Stadtneurotiker. Wer kennt ihn nicht? Ja, weltbekannter Film. Weltbekannter Film ist besser als Star Wars, laut den Oscars. Wer was anderes behauptet, lügt. Also, das steht hier zumindest so, das muss stimmen. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Nicht? Nein, tatsächlich habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß, das ist Mensch, unverzeihlich, dass ich den du besten Film Kulturbanause. 1978 nicht gesehen habe. Ja, was hat denn 1981 statt hier Imperium schlägt zurück gewonnen? Imperium schlägt zurück war nicht mal nominiert für bester Film. Das sollte uns eigentlich schon zu denken geben. Stattdessen hat Alles gewonnen klar. eine ganz normale Familie. Wer kennt Ja, es nicht? viel wichtiger. Aber Imperium schlägt Naja, zurück hat also immerhin komm, einen ne? Oscar gewonnen. Dann ganz normale Familie, das passt doch auch zu Star Wars. Also praktisch. Ja. Welchen Oscar hat denn das Imperium schlägt zurück gewonnen dann? Von den drei, für die es nominiert war. Ja, ich weiß, für die Zuschauer ist es gerade ein bisschen langweilig, wenn ich die so nochmal im Pause-Menü sehe, aber ich kann halt blöderweise nicht im Browser gucken und gleichzeitig im Spiel sein, weil meine Maus dann belegt ist. Und am Handy will ich das jetzt auch nicht googeln. Das gibt's doch nicht. Imperium. Wirst du mir doch bestimmt sagen können, was es gewonnen hat. Bester Ton. So eine wichtige Auszeichnung. Und Real, das, 1984. das war der realistischste Ton im All ever. Alter, die Rückkehr der Jedi hat keinen Oscar gewonnen. Viermal war was nominiert, aber hat nichts gewonnen einfach. Das finde ich jetzt schon ein bisschen traurig. Da hat übrigens bester Film gewonnen, Zeit der Zärtlichkeit. Man kennt es ja. Das ist auch ein Klassiker. Okay, was haben wir noch? 19, nee, 2000 müsste ja dann Episode 1 dann dran Na, gewesen sein. also, Der war okay, dreimal vielleicht nominiert, für Effekte. aber hat auch nichts gewonnen. Für was war der denn nominiert? Ja, wahrscheinlich sowas für Effekte oder so. Episode, einfach mal gucken. Also, beste Tonmischung, bester Tonschnitt und beste visuelle Effekte. Aber hat alles drei gegen Matrix verloren. Das ist auch, glaube ich, legitim noch.
Episode 2. Episode 2, so jetzt, jetzt aber ganz wichtig. Episode 2 müsste 2003 dann nominiert hätte werden können. Oder? 2002 kam der doch raus. Der wurde offenbar nicht mal für irgendwas nominiert. Das ist schon echt erbärmlich. Und 3. 3, das müsste 2006 gewesen sein. Oder? Was? Kann jetzt so 5 raus? Ja, aber der müsste ja erst im Jahr danach könnte der nominiert Ah, werden, oder? okay. Jetzt war, hä, 2006 wurde der für nichts nominiert? 2005 vielleicht? Gibt es eine Episode 3 wurde für nichts nominiert? Ich dachte, der wäre mindestens mal für irgendwas wie Ton oder so nominiert gewesen. Ja. Irgend so eine Nebenkategorie, aber offenbar ist er nicht mal für das nominiert worden. Steht hier irgendwas für Star Wars? Hä, hier ist er doch, der ist doch nominiert hier. Warum zeigt er mir das nicht an? Hier oben in der Liste. Ach so, weil nur mindestens zwei Nominierungen. Ach so. Ja, also für bestes Make-up wurde der nominiert und hat verloren gegen Narnia. Ah. Okay, ist Episode 2 vielleicht doch nominiert? Ja, okay. Episode 2 war auch für eins nominiert, nämlich beste visuelle Effekte und hat aber gegen Herr der Ringe 2 verloren. Das ist auch legitim. Auch verloren hat übrigens Spider-Man, der war da auch nominiert. Da waren irgendwie nur drei Sachen nominiert, warum auch immer. Perfekte. Ja, für Effekte. Offenbar wurden damals nur drei Sachen für Effekte nominiert. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob es das anders ist mittlerweile. Okay, gehen wir einen Schritt vor 2016 oder sowas, bis dann Episode 7. Hier, Erwachen, der war einfach fünf Nominierungen, aber null gewonnen. Was wurde der denn alles nominiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also, nominiert für beste Filmmusik, für bester Schnitt, bester Ton, bester Tonschnitt. Beste visuelle Effekte. Also so die ganzen Sachen, wofür die Star Wars-Filme eigentlich immer nominiert werden. Dann 2018 ja schon, die Sequels kamen ja 2 Jahre schon raus. Wurde viermal nominiert, hat aber auch nichts gewonnen. Also 2017 müsste ich ja noch gegen Rogue One gucken. Da jedenfalls für beste Filmmusik wurde es auch nominiert, für bester Ton, bester Tonschnitt und beste visuelle Effekte. Also wieder genau das gleiche so ungefähr. Wofür wird Rogue One nominiert, wenn es nominiert wurde, was ich doch jetzt stark hoffen oder stark davon ausgehen will, wurde zweimal immerhin nominiert, aber hat auch nichts gewonnen, nämlich für bester Ton und beste visuelle Effekte. Und visuelle Effekte hat es einfach verloren gegen Dschungelbuch. Das ist auch Da irgendwie. machst du nix. Ja, da machst du nichts. Und da war auch Doctor Strange nominiert, hat aber auch nicht gewonnen. Wo ich mir auch denke, ja, okay. Aber ein Film, wo da irgend so ein Junge die ganze Zeit in einem Greenscreen-Umgebung rumrennt, das gewinnt dann. Weil da sind Effekte. Das reicht schon. Ob die gut sind, ist da eine andere Frage. Was haben wir denn noch? 2019. Kam 2018? Wann kam Solo raus? War das 2018? Das Wort bester Film, oder? Solo war einmal nominiert für beste visuelle Effekte und hat dann aber gegen Aufbruch zum Mond verloren. Ja, man kennt's. Man kennt's. Ja, und was haben wir noch? 2020? Okay, wofür wird Rise of Skywalker nominiert? 3 Oscars nominiert einfach. Nämlich für beste Filmmusik, bester Tonschnitt und beste visuelle Effekte. Ich glaube, das haben wir sogar schon angesprochen, irgendwann in einem der letzten Streams. Also im letzten wahrscheinlich, weil in den vorherigen haben wir ja was tatsächlich im Spiel gemacht, was spannend ist. Und nicht nur einer Maschine zugeguckt, wie sie Steine platziert. Und alle 20 Minuten mal eine Steinsorte aussuchen. Diese Streams sind so richtig inhaltsreich aktuell. Ich glaube, den Rest Wirklich? der Basis machen wir dann wirklich eher offscreen, weil das kann man sich ja nicht mehr ansehen, wie wir über die Oscars Jetzt reden, aus den Verzweiflung. äußeren Teil.
Ja. der Basis. So, das waren, glaube ich, alle Star Wars-Filme, die rauskamen. Seit 2019 kam keiner mehr raus. Ja. Oder gab es noch 2009, muss ich noch gucken, ob der The Clone Wars-Film für irgendwas nominiert war. Ich glaub's doch selber nicht. Nein, wurde er auch nicht. Oder war das 2008, kam der doch raus, oder? Star Wars. The Clone Wars. In Klammern Film. Der kam 2008 raus. Ja, es war so ein Oscar-würdiger Film, hätte ich jetzt gedacht. Hat nicht mal bester Animationsfilm gewonnen. Wir hatten da Animation, oder war nicht mal dafür nominiert. Bester animierter, nicht animierter Kurzfilm, den hat auch keiner gesehen. Bester Animationsfilm war Wall-E. Okay, das kann man auch nachvollziehen. Also, ich glaube, das hat ein Star Wars The Clone Wars keine Chance gegen. Ja, ansonsten war nominiert Kung Fu Panda und Bolt, ein Hund für alle Fälle. Warum war der nominiert? Ja, den kenne ich nicht. Den habe ich irgendwann mal gesehen. Der ist aber auch so ein Mist eigentlich, der Film. Das war so die Zeit, bevor Disney Pixar, glaube ich, besessen hat. Da haben die so ein paar eigene Animationsfilme, die alle Mist waren eigentlich. Also da hat man auch nichts verpasst, wenn man die nicht gesehen hat. Ja, und das war einer davon. Da frage ich mich dann, wieso sowas für einen Oscar nominiert wird, für bester animierter Film. Ich meine, Wall-E kann man nachvollziehen, Kung Fu Panda kann man auch nachvollziehen. Da gab es doch bestimmt noch irgendeinen anderen Film, der in dem Jahr rauskam, der nachvollziehbar gewesen wäre. Oder täusche ich mich da? Was weiß ich. Ich habe auch keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit Animationsfilmen dann auch nicht aus, dass ich jeden kenne, der jemals rausgekommen ist. Ah, Wall-E und Kung Fu Panda sind schon gut. Das ist richtig. Wall-E war übrigens für 6 Filme gleich nominiert, aber hat nur einen Award gewonnen. Das sind jetzt uns jetzt unsere Rückblick. Wann kamen die ersten Oscars überhaupt raus? Seit wann gibt's die eigentlich schon? Seit 1929. Der erste beste Film überhaupt war Flügel aus Stahl. Habt ihr jetzt was gelernt, alle? Wenn ihr mal bei Wer wird Millionär sitzt, dann müsst ihr euch daran erinnern, was ich euch in diesem einen Livestream mal erzählt habe. Wenn dann die Frage kommt, was war der erste beste Film? Da waren aber auch noch weniger Sachen nominiert. Da waren irgendwie 4 Filme nominiert, wobei einer dann irgendwie zurückgezogen wurde, nämlich der Zirkus. Oder keine Ahnung, der ist jedenfalls durchgestrichen. Da haben sie ihn auch mal noch gestrichen. Bester Hauptdarsteller war Charlie Chaplin, komischerweise gestrichen, auch für der Zirkus. Keine Ahnung, der Zirkus wird generell aus allem rausgeschrieben. Ich weiß nicht, was dieser Film gemacht hat, dass der nicht zugelassen wurde. Ah ja, hier. Der Zirkus erhielt ursprünglich 4 Nominierungen, wobei 3 davon auf Chaplins Namen gingen. Ja. Die Academy entschied sich dazu, die Nominierung zu streichen und Chaplin mit einem Ehren-Oscar auszuzeichnen. Ach so. Und warum? Ja, weil es Charlie Chaplin ist. Das ist Grund genug, dem einen Ehren-Oscar zu geben. Aber der Film hat es dann nicht Nee, verdient. der Film hat es nicht verdient. Nur Charlie Chaplin hat es verdient. Ja, muss man nicht nachvollziehen. Aber da habt ihr wieder was gelernt. Das war so der erste Ehren-Oscar-Sieger. Ehren-Oscar. Ja, Ehren-Oscar, das ist so ungefähr die Teilnehmerurkunde unter den Oscars. Beziehungsweise ja nicht mal die Teilnehmerurkunde, das ist einfach nur eine Urkunde. Da musst du nicht mal für teilgenommen haben. Der Teilnehmerurkunde ist ja eher so der Oscar für bester Nebendarsteller in einem Kurzfilm oder so, keine Ahnung. Ich glaube, den gibt es nicht, den Oscar. Ich bin mir aber nicht sicher, es würde mich nicht mal wundern. So, jetzt haben wir uns mehr mit den Oscars auseinandergesetzt als die letzten 20.000 Jahre zusammen, so ungefähr.
Reicht dann auch für die nächsten 20.000 Jahre. Ja, reicht dann auch. Außer es gewinnt demnächst, außer ich gewinne demnächst den Oscar für bestes Gaming-Video. Dann wisst ihr Bescheid. Ja. Du gewinnst einen Ehren-Oscar. Ja, einen Ehren-Oscar gewinne ich für bestes Gaming-Video. Vor allem, weil Gaming-Video aus so einem Kinofilm ist. Ja, es gab halt einfach noch kein Gaming-Video, das kinoreif war. Ja. Ich weiß nicht, womit werden TV-Sachen ausgesendet? War das Emmys oder war das was anderes? Ich komme mit den ganzen Awards durcheinander. TV-Oscar. TV-Serien-Oscar. Wie heißen die? Serienpreis. Ja, Emmy war das, genau. Da habe ich das sogar richtig im Kopf gehabt. Die heißen irgendwie alle ähnlich, die ganzen Awards ist das Problem. Deswegen komme ich da öfters mal durcheinander. Waren die dieses Jahr schon? Offenbar noch nicht. Es waren erst im September 2022 waren die. Okay, die finden dann irgendwie immer im Herbst statt. Die beste Veranstaltung ist doch sowieso der deutsche... Der deutsche Web, deutsche Videospielpreis. Genau. Warte, deutscher Computerspielpreis ist es, glaube ich. Wichtigster Preis überhaupt. Da hat auch Dorfromantik hat er noch was gewonnen. Was ich auch nur weiß, was Cersei hier damals, als ich in irgendwas gestreamt habe, hat er sich das angeguckt und hat mir dann einfach aus Spaß einfach Dorfromantik gesponsert für ein Let's Play. Weil das da irgendwas dann gewonnen hat. Dann müssen wir beim nächsten Mal eine Reaction drauf machen. Ja, natürlich. So, warte mal. Wann war das mit Dorfromantik? Dorfromantik 2021. Bestes Debüt, Dorfromantik und bestes Game Design. Ja, das ist ganz wichtig. Apropos dieser Videospielpreis. Ja. Da hat doch auch mal Widget gewonnen, oder? Ja, warte. Witch. Das müssen wir endlich mal spielen. Ja, dieses Preis. 2018. Bestes deutsches Spiel. Witch It. Bestes Jugendspiel. Bestes internationales Multiplayer-Spiel. Also. Wie kann etwas gleichzeitig bestes deutsches Spiel und gleichzeitig bestes internationale Multiplayer-Spiel sein? Ich dachte, internationales Multiplayer-Spiel ist da explizit für Sachen, die nicht deutsch sind. Also, wenn wir das dann spielen, ne, dann hast du direkt einen Titel, ne? Ja, dann sage ich dann hier preisgekröntes Spiel. Nee, wir spielen das, was war das? Bestes deutsches Spiel 2018 oder so. Kann ich dann sagen, was wir hier für tolle Spiele spielen? Hat irgendwie. Was? Hat. Air Brawl hat auch bestimmt irgendwas gewonnen. Nein. Schlimmstes Spiel ever. Hat Pummelparty was gewonnen? Nein. Hat. Was haben wir noch gespielt? Was sind Awards? Hat Among Us? Nein, hat auch nicht. Freitag der 13. Nein, auch nicht. Nicht ich für bin Horror. Empört. Gibt's eine Horror-Kategorie? Horror, nein, gibt's auch nicht. Das ist viel ja, zu hart. Daran liegt's halt. Sonst hätte das bestimmt was gewonnen. Oh Gott, ja, aber hier, du musst bedenken, der Wettbewerb wird in der Regel von Barbara Schöneberger moderiert. Die wird auch kein Horrorspiel preiskrönen. 2021, da wo Cersei geguckt hat, zusammen mit Uke Bosse, wer auch immer das ist. Oh, der ist. Den kenne ich. Der ist von den Rocket Beans. Oh. Ja, okay, dann. Okay, ich weiß nicht, ob der. Der ist zumindest. Bei deren Werwolf. Der ist zumindest immer Moderator, wenn die Werwolf spielen. Ja, gut, und. Der ist voll cool. Da war doch irgendwie Stargast Andi Scheuer war dann irgendwie dabei bei den 2021. Oh Gott, was? 2022, da gab's Laudatorinnen und Laudatoren, da waren Markus Söder, Michael Kellner, Jana Forkel, Markus Heitz und Aria Adams und weitere. Mhm. Bei der Hälfte davon weiß ich nicht mal, wer das ist. Wann ich kenne nur Markus Söder. Jahr? Wann ist der denn dieses Jahr, ist eine gute Frage. Also bisher sind sie immer März,
April, irgendwann März, April müsste es sein. Also jetzt demnächst. Dann ist der ja bald. Ich guck mal nach. 2023. Am 11. Mai erst. Was ist denn hier los? Boah. Das machen die doch mit Absicht. Warte, ich merk's mir nie. Wann ist nochmal die Krönung? Krönung Charles ist am. Ja, Datum wäre auch schön. Am 6. Mai. Ah. Also eine Woche vorher. Ja, dann wissen wir ja, haben wir ja schon einen genauen Plan, was wir dann machen müssen bei RDS. Wir müssen erst einen Krönungs Scotland Yard und dann müssen wir einen deutscher Webvideopreis. Ich erwarte natürlich, dass Philipp Amthor als Stargast vorbeikommt und seine Gaming-Skills zeigt. Ja. Die sind nicht vorhanden. Ich find's immer noch schade, dass wir damals nicht hier nicht Promilfahrte, wie hieß es? Fall Guys, dass wir das nicht hatten da zu der Zeit, wo der das, wo die junge Union Gaming Night war. Ja, diese, das, dieser Livestream war legendär. Aber ja, halt auch nur wegen den Space Fox. Da wäre es aber legendär gewesen, wären wir einfach reingejoint und hätten die einfach richtig getrollt. Also dieses Gameplay hat kein, ich glaube niemand, der das geguckt hat, hat ernsthaft das Gameplay interessiert. Ja gut, wer schaut auch einen Stream von Philipp Amthor wegen Gaming? Der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er so ein großer Gamer ist, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Steht schon fest, wer dieses Jahr nominiert ist, damit wir hier Prognosen abgeben können. Mhm. Der Preis. Ja, teilnehmen kann man hier. Was ist da? Wie reiche ich ein Spiel ein? Ich will kein Spiel einreichen. Ich habe ja kein Spiel, was ich einreichen könnte aktuell. Aber wir haben hier doch unsere tolle Spielidee. Kann man auch Ideen einreichen? Nein, ich glaube nicht. Ich muss erst hier meinen Cities Kingdom Come Skylines oder wie Johnny meinte, muss ich erstmal entwickeln. Und dann werde ich das da einreichen beim deutschen Computerspiel. Oder sowas mit einbauen in den Titel. Alles, was mit Mittelalter irgendwie zu tun hat. Kingdom Come Skylines Medieval Edition. Und dann kommt das tolle DLC Witchburning raus. Boah, das wird toll. Ja, da kommt dann so eine Hexenplage, die dann angreift. Die muss man dann festnehmen. Da muss man dann so eine Inquisitionstruppe aufbauen, die dann irgendwie Leute mit roten Haaren foltert. Ich weiß auch nicht, was ich hier rede. Es muss realistisch sein. Gibt's noch. Wann kommen die Nominierungen raus? Nominierungen. Steht das hier irgendwo? Nö. Aber die Jury gibt's offenbar schon. Da wissen wir ja, wie man beeindrucken muss mit dem Spiel. Hau raus. Markus Söder. Also, Mitglieder der DCP-Hauptschule 2023: Nathalie Denk von der Donau-Universität Krems, Tino Falke von Tucana Interactive in Klammern Dorfromantik, Sandra Friedrich, Streamerin und YouTuberin, von welchem Kanal? Keine Ahnung. Vom Gesicht her sagt sie auch nicht. Anormal Disaster, sagt dir das was? Macht die Sims-Streams offenbar. Aha. Dann Jagoda Frohr, Chefredakteurin Wasted. Tobias Graf, Mooneye Studios. Sebastian Holstein, Studio Fitzmin. Professor Dr. Jens Junge, Institut für Ludologie. Was für ein Ding? Gute Frage. Das ist Spielwissenschaften. Okay. Und was ist das? Die beschäftigen sich mit Computerspielen oder so.
Dann Laura Kaltenmeier von Indieburg Entertainment. Anna Kasautsky, in Klammer SPD, Mitglied des Deutschen Bundestags. Das ist eine sehr relevante Persönlichkeit. Die Professor Dr. Doron Kiesel, Zentralrat der Juden in Deutschland. Das hat auch sehr viel mit Spielen zu tun. Ja. Matthias Koll, Bandai Namco Entertainment Germany. Florian Könke, Bild- und Tonfabrik. Nadine König, Instinct 3. Laura Körting, Lab 132. Caroline Kraut, Story Yeller, / Playing History. Linda Kruse, The Good Evil. Maria Lesk, Dedelic Entertainment. Okay, das sagt mir wenigstens mal wieder was. David Mohr, Come to Us Europe. Joscha Neumann, Medienbord Berlin-Brandenburg. Beck Niederländer, Games Bavaria. André Olbrich, Blind Guardian. Blind vor allem. Iris Plöger, Bundesverband der Deutschen Institute e.V. Einfach alle Institute sind da zusammengefasst. Hendrik Rumm, Quantum Frog. Brix Schaumburg, Schauspieler. Der hat sehr viel mit Spielen zu tun. Tobias Severin, Deep Silver, Fish Labs, Stefan Steiniger, Gamesmarkt, Jenny Tesch, Totally Not Aliens, Dr. Anika Thun, Calypso Media, Katharina Vize, Senatskanzlei Berlin, das hat auch sehr viel mit Spielen zu tun, Professor Dr. Sebastian von Mammen, Julius Maximilians Universität Würzburg, Stefanie Waschk, Fusion Campus, Benedikt Wenk, DPA, / Fritz, Thorsten Wiedemann, Armeis und Nikolas Sipelius, in Klammern CDU, Mitglied des Deutschen Bundestags. Wieder so ein sehr qualifizierter... Wie viele Leute sind denn bitte in der fucking Jury? Ja, das muss mit sehr vielen Leuten muss das abgeklärt werden, wer das beste Spiel macht. An welchem Tisch setzen sich die Leute denn bitte zusammen? An den langen Putin-Tisch setzen die sich bestimmt. Da ist genug Platz. Ob der reicht? Ja, das könnte natürlich in der Tat schon eng werden. Ja, vielleicht hat der Tisch ja noch, kann man den ja noch erweitern. Es gibt auch diesen noch längeren Putin-Tisch dann irgendwie. Das ist da irgend so in einem Nebenzimmer oder sowas, aus der Besenkammer, keine Ahnung. Ja. Ja, hast du eigentlich irgendwas Signifikantes gemacht in der ganzen Zeit, wo wir geredet haben? Oder haben wir ja, der Stahl muss produziert werden. Ach so. Ah, ja, also hier Stahlblöcke. Hier passiert auch langsam aber sicher was. Nämlich Creeper stehen hier drauf. Oh. Ziemlich viele Creeper. Ja. Ach du Heilige, was passiert hier denn? Ich sollte mal ein paar Megatorschüsse platzieren. Ich renne einfach mal durch und hoffe mal, dass irgendein Skelett einen Creeper schießt. Ne, die Skelette werden einfach runtergescheucht. Der Mann, kommen Sie her. Creepermann, kommen Sie her. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die ganze Fachjury des Deutschen, die sich mit Videospielen auskennt, haben wir jetzt festgestellt. Die haben alle Ahnung von der Materie, vor allem die Bundestagsabgeordneten. Ja. Wir können froh sein, dass Axel Voss nicht dabei ist. Weil keine Ahnung, was der dann machen würde. Ich weiß nicht, warum Axel Voss in der Videospieljury drin sein sollte, aber Der war doch schon mal auf der Gamescom, der ist qualifiziert dafür. Ja, das Traurige ist, das würde ich sogar wirklich zutrauen, dass sie sowas als Qualifikation hernehmen. Da hat ein Creeper sich in die Luft gejagt. Auf der Plattform, das finde ich unerhört. Jetzt müsst ihr sterben. Aber die Skelette schließen sich gegenseitig ab, ist mir auch recht.
Gebiet ist so groß. Ich hau den Creeper jetzt einfach mit dem Pfeil, damit der dann wenig Leben hat. Ich lasse das erstmal mit den Monster jagen. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. So, ja, was haben wir noch zum Videospielpreis zu sagen, damit wir wieder ein bisschen was Unterhaltsames sagen? Ja, offensichtlich ja nicht viel, wenn noch nichts nominiert ist. Das finde ich auch. Was ist denn dieses Jahr rausgekommen an deutschen Spielen? Weißt du da was? Nö. Das ist schlecht. Dann kann ich da leider auch keine Einschätzung, ich kann nicht mal Prognosen geben, wer vielleicht nominiert werden könnte. Das kannst du bestimmt googeln. Ja, aber da müsste ich ja, da habe ich keine Lust drauf. Das macht ja den ganzen Spaß kaputt. So, ja, was haben wir denn noch? Wir haben jedenfalls die Jury kennen wir jetzt. Wir wissen, dass irgendwelche Leute sich nominieren können. Warte mal, Beginn Einreichphase, 20.01. Ende Einreichphase. 17.02. Fachjury-Sitzung, das war auch schon. 16.03. Hauptjury-Sitzung. Okay, heute hat sich die Hauptjury getroffen von dieses Streams aus. Und Warte, es gibt eine Fach- und eine Hauptjury? ja, offenbar. Okay, ich glaube, wir haben die Hauptjury, haben wir vorgelesen. Die, keine Ahnung, wer in der Fachjury ist, das sind dann die Experten. Ach so, also die Experten machen zuerst, aber am Schluss entscheidet dann die Hauptjury, die keine Experten sind. Ja, es ist viel wichtiger, was irgendwelche Bundestagsabgeordnete von der CDU sagen, als was irgendwelche Experten sagen. Ich weiß auch nicht, wie man Experte wird in dem Fall. Gibt's, ist die Expertenjury auch aufgelistet? Okay, ich muss nachgucken. Deutscher Computerspielpreis, Expertenjury. Hier steht nur Hauptjury, Jury, Deutscher Computerspielpreis, da steht doch bestimmt was. Hier Fachjury. Hier sind ja genauso unkompetente Leute. Nämlich. Da sind, glaube ich, viele von denen eben auch drin, halt irgendwelche Computerspielentwickler. Ja, okay. Oder haben sie hier, was ist eine Hauptjury? Stehen da andere Leute drin? Besser als Politiker. Die Leute eben waren, glaube ich, auch wirklich die Hauptjury, diese Politiker. Ich meine, kann ich hier mal reinposten? Das sieht doch wie jemand aus, der sich mit Videospielen auskennt. Ja. Ja, also ich habe noch nie einen größeren Gamer gesehen. Das heißt, ich habe einen gesehen. Das ist natürlich. Wenn ich das Bild jetzt wieder finden würde. Jetzt los. Was ist denn jetzt los? Saving World. Ja, Oh. das ist natürlich immer noch der größte Gamer. Hier ist abgeschlossen. Ja, bei mir nicht. Du bist nur gelieft. Ja, das ist der größte Der Gamer. größte Gamer, ja, vor allem mit dem Blick einfach. Sieht aus wie ein Opa. Wie ein was? Wie ein Opa, der zum ersten Mal einen Controller in der Hand Ja. hat. Stimmt ja Passt eigentlich ja auch auch. ungefähr. Ja, ich weiß, die Zuschauer wissen gar nicht, von was ich rede, aber ich glaube, man kann sich denken, wer gemeint ist. Es ist die Person gemeint, die auf dem Stimmzettel, auf dem man die Liste durchstreichen könnte, dann durchgestrichen würde. Ja, Wer sich jetzt noch erinnert an das, was wir dann irgendwie mal in wahrscheinlich der vorherigen Folge schon gesagt haben. und der Name hört auf am Tor auf. Ja, wer wird wohl gemeint sein? Ganz schwierig.
So, ja, keine Ahnung, wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich nicht, aber da Eli jetzt eh offline ist, ich glaube, wir hören vielleicht auch langsam auch mal auf, weil wirklich passieren tut hier ja nichts. Ja. Wir reden nur über komische Sachen wie die Oscars und den Computerspielpreis. Und das sagt eigentlich schon viel aus, dass wir über solche Sachen reden müssen. Weil hier Also Stahl produziert müssen wird. tun wir das nicht. Nee, das will auch, glaube ich, keiner hören, weil wen interessieren die Oscars? Oder der deutsche Computerspielpreis? Oder. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch einen Preis, über den wir noch nicht geredet haben? Da ist er ja wieder, der Elo. Fällt dir noch ein Preis ein, der vergeben wird, den wir ansprechen können? Ja. Nicht? Gibt es einen internationalen Computerspielpreis? Wo wird denn das Game of the Year immer vergeben? Ist nicht einfach von Fachpressen immer vergeben. Warte, Game of the Year? Ich habe keine Ahnung halt. The Game Award. Gibt doch Irgendwas. zigtausende Game of the Years. Wort, weil The jede. Game Awards gibt es einfach als Preis. Also das ist quasi der internationale Videospielpreis. Wer hat denn da gewonnen? Das sind jetzt die wirklich wichtigen. Letztes Jahr würde ich sagen Elden Ring. Ja, hat es. Ja. Hat denn hier zufälligerweise, hat hier Among Us mal gewonnen? Nicht The Wolf Among Us? Among Us, bestes mobiles Spiel 2020. Was hat denn 2020 gewonnen? Das. Geh mal die besten Spiele durch. 2020 hat The Last of Us Teil 2 gewonnen. 2021 It Takes Two. Ja. 2022 hat Elden Ring halt gewonnen. Okay, davor. 2019. Gucken wir doch mal, was da gewonnen hat. Sekiro Shadows Die Twice. Own Sony Exclusive. Davor hat God of War gewonnen, davor hat Sehr Zelda verdient. Breath of the Wild 2017, Ja. 2016 war es Overwatch. Jetzt kommt Witcher. Ja. Hast du richtig erkannt, davor Dragon Age Inquisition und davor gab es den Award noch gar nicht. Kam das so 14 raus? Ich dachte, das wäre so 13 gewesen. Ja, wahrscheinlich kannst du 13 raus, aber 2014 wird es ausgezeichnet. Nee, Na, aber Moment, Dezember Witcher kam 2014. ja. Da muss es doch Okay, 2014 erst Dezember. gekommen sein. Ja, Dezember wird der verliehen, der Preis. Also, das wird offenbar wirklich an Spiele verliehen, die in Ja, dem Jahr ja. auch rauskommen. Nicht wie bei den Oscars, die da irgendwie erst im März sind und deswegen Filme auszeichnen, die dann irgendwie aus dem Jahr davor sind, aber dann haben wir auch noch welche, die im Januar oder so rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Wie das bei den Oscars läuft, bis wann die Filme rausgekommen sein müssen. Da ist doch die komische Geschichte, dass dann immer die Filme, die für einen Oscar nominiert werden, sollen dann irgendwie in irgendwelchen Exklusiv-Kunstkinos dann schon im Dezember oder so laufen, damit sie noch nominiert werden können. Aber dann in richtigen Kinos laufen sie dann irgendwie erst später an. Ja, waren das jetzt. Da waren drei Sony-Spiele, oder? Kann sein, ich weiß nicht, von was das alles ist. Ja, jedenfalls haben wir das jetzt auch geklärt, was die besten Spiele ever sind. So 13 hätte dann wahrscheinlich GTA gewonnen. Wahrscheinlich. Aber da GTA zu früh rauskam, werden wir das nie erfahren. Tja. Das ist dumm gelaufen. Ja. Hätten sie ihr Spiel mal ein Jahr später rausgebracht, dann wäre es das beste Spiel gewesen. So ist es halt nur irgendein Spiel. Naja, dann in einem Jahrzehnt GTA 6.
Ja gut, ich meine hier 2011 oder wann das war, hätte ja hoffentlich Minecraft gewonnen. Wo das denn offiziell rauskam. Entweder das oder Elder Scrolls. Das kam doch irgendwie dann gleichzeitig raus, so ziemlich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber das gut, keine Ahnung, wie da bewertet wird. Ich auch Aber nicht. eigentlich Weil das von irgendwie war Minecraft. die Geschichte, habe ich noch so im Kopf, dass irgendwie Elder Scrolls, da hat Notch irgendwie ein Update extra verschoben, damit er sich mit Elder Scrolls belohnen konnte oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte war. Warte, das muss ich jetzt googeln. Finde ich das noch? Notch Elder Scrolls. Finde ich die Geschichte noch irgendwo? Ich finde die nur Gerichtsprozesse irgendwie, weil ja irgendwie Mojang das Spiel Scrolls rausgebracht hat. Und das klang dann zu ähnlich zu Elder Scrolls. Ja, ganz klar. Was? Irgendwie mussten sie das Spiel dann umbenennen bei Mojang. Ich weiß nicht, auf was genau. Belohnung. Keine Ahnung. Oder belohnen. Irgendwas in die Richtung hatte ich mal gelesen, dass sich Notch für irgendein Update mit Elder Scrolls belohnen wollte. Aber es ist ewig her. Das war halt damals, dass ich das gelesen habe. Und irgendwie, dadurch habe ich Elder Scrolls überhaupt erst auf dem Schirm gehabt. Deswegen weiß ich das noch. Seitdem kam Elder Scrolls für jedes mögliche Gaming, jede mögliche Gaming-Hardware Müsste ja raus. eigentlich auch mal irgendwann, wenn ich mal wieder Motivation habe, müsste ich ja immer mal Elder Scrolls 1 Live-Let's Play, müsste ich mal fortführen, das ganz tolle. Was ja, wo ich da ja irgendwie aus dem Verlies rausgekommen bin und dann nicht weiter wusste und deswegen ging es nie weiter. Dieses, Spannende Story. Spannende Geschichte offensichtlich. Ja, das ist halt irgendwie, das ist, ich weiß nicht, von wann kam Elder Scrolls 1? Das ist so ein uraltes Spiel, das halt noch für DOS-Box irgendwie gibt. Ja. Ja, das ist ganz toll. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie die Steuerung und alles war. Das müsste ich erst wieder neu lernen, wahrscheinlich mittlerweile. Ja, das jedenfalls unser Kommentar zu Elder Scrolls, zu allen Teilen. Wir haben ganz genau über zwei geredet. Und darüber, dass Minecraft ja nur wegen Elder Scrolls existiert oder so. Nee, ich weiß nicht, was wir hier geredet haben. Was? Ja. Was? Ich rede ja auch Blödsinn. Madame Pig John Tase Hungry ist deswegen gleich aufgewacht. Und wird mir jetzt in die Fresse schlagen, weil ich so viel Blödsinn rede. Ja, zu Recht. Das mache ich aber nicht mit. Ich schlage jetzt nämlich Madame Pig so ein paar. So, hast jetzt davon. Ja, wir wollten eigentlich aufhören, aber haben vielleicht noch irgendwas zu sagen zum Abschluss? Haben wir das? Ja, ich muss wieder gucken, was sagen die Google Trends? Welches wichtige Thema wir noch ansprechen müssen auf jeden Fall. Aktuelle Trends. Was ist aktuell im Trend? Die Champions League Auslosung ist im Trend. Okay, wer wird in der Champions League ausgelost, damit wir hier voll wichtige Sachen jetzt mitteilen können? Soll ich die aufzählen? Ja, ziehe sie auf. Du bist doch der Experte. Napoli, die beiden Mailänder Clubs, Chelsea, Ich dachte, die haben jetzt schon eine City. Auslosung gemacht, oder? Ach so, nö, die ist immer Ach freitags. so. Das ist ja Blödsinn. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier die Ergebnisse schon vorher gesagt. Ach so, nö. Nö. Ja, was ist noch? Was haben wir noch für wichtige Themen, die wir ansprechen müssen? EZB-Leitzins ist aus irgendeinem Grund ein Thema, weil der erhöht wird auf 3,5%. Und ganz wichtig, in Frankfurt führt eine Grippewelle zu Busausfällen. Steht bei Wusste ich Google das? Trends. Das muss eine wichtige Meldung sein.
Also, hier habt ihr es gehört. Ihr Zuschauer auch auf YouTube, die das dann erst irgendwie in ein, zwei Wochen sehen. Dann wisst ihr jetzt genau, dass jetzt in nächster Zeit die Busse in Frankfurt vielleicht ausfallen. Wegen einer Grippewelle. Ja. Blöd aber auch. Ja, blöd aber auch. Ansonsten. Ist, glaube ich, jetzt nichts, worüber man groß reden könnte. Passiert deswegen. Spawned Overseer Tabitha the Feeble. Und ist nach 2 Schlägen tot. Ja. Da hätten wir es auch geklärt. Also diese ganzen Beacons da hinten wegen irgendwelchen Waypoints. Ja, ich glaube, wir hören dann so wirklich mal auf, weil wir einfach nichts mehr zu sagen haben. Jo. Und dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal eine fertige Basisplatte haben. Auf der wir das machbar sein. Bei der wir da tatsächlich was bauen können, damit wir hier nicht immer sinnloses Zeug schwafeln müssen, wie euch langweilt. Du kannst ja gerade noch mal zur alten, beziehungsweise noch aktuellen Base kommen. Ich treibe gerade die Stahlplattenproduktion ziemlich an. Echt? Was machst du denn? Ich blick hier ja eh nicht mehr durch bei dieser Basis, weil hier alles kreuz und quer gebaut ist. Ich meine, allein wieso sind hier Create-Mühlräder an dem einen Haus angebracht? Das weiß ich. Manche Dinge macht Johnny, manche ich. Achso, also alles, was sinnlos ist, macht Johnny mit anderen Worten. Das sage ich nicht. Aber du implizierst das hast du gesagt. Naja, also wenn ich auf was Sinnloses hinweise und du dann sagst, manche Dinge mache ich, manche macht Johnny. Also was du aus meinen Worten interpretierst, ist deine Sache. Ja, das ist natürlich richtig. Diese Unmengen Redstone, die hier angebaut werden. Wie viel Redstone haben wir denn eigentlich mittlerweile? Wir haben 5,1 Millionen Redstone einfach. Natürlich. Und außerdem haben wir noch 321.000 Redstone-Samen. Was haben wir noch für Seeds? Stahl haben wir? Achso, Stahl wird ja einfach angebaut, oder wie? Ja. Ja gut, das ist auch legitim. Wir hätten auch nicht das Eisen dafür. Für den Stahl, den wir benötigen. Ja, aber ich glaube, da, damit das Niveau der Folge gerettet werden kann, wird das nicht vorhanden, ne? Da ist nichts mehr zu retten. Ja, da ist nichts mehr zu retten, weil wir über Oscars geredet haben und Philipp Amthor und den deutschen Computerspielpreis. Also der hat das Niveau wieder angehoben. Achso, meinst du wegen unserem tollen CDU-Bundestagsabgeordneten, der da in der Jury sitzt? Ja, zum Beispiel, ne? Ja, der diese tragende Person. Wer? Nochmal? Ja, wie hieß er? Hier, da beim Bild am Namen Nikolas Zippelius. Cooler Name. Ja, das war bestimmt 100% richtig ausgesprochen auch. Also für den Namen, da wurde das Niveau noch angehoben. Ja. Keine Ahnung, wo kommt der überhaupt her? Aus welchem Wahlkreis? Machst du das Thema schon wieder auf mit den Wahlkreisen? Ja, der kommt aus dem Wahlkreis. Wenn ich das hier finden würde. Direkt gewählt im Wahlkreis Karlsruhe-Land. Okay. Karlsruhe-Land. Ja, das ist das Land um Karlsruhe. Oder so. Ah. Na dann. Hier hat man die Sitzverteilung, hier diese zahlreichen Abgeordneten, ganz viel davon in den verschiedenen Fraktionen, dann irgendein random
Ach so, Rentenfraktion, so, ich dachte gerade schon, wer ist das? Das ist Stefan Seidler vom SSW, ist das, glaube ich, war der. Da diese komische Partei, die mit einem Abgeordneten drin ist. Ich habe mich schon gefragt, warum ein Jo. fraktionsloser Abgeordneter hinter den Grünen sitzt. Ja, das wird hier ja nicht weiter erklärt. Hier ist auch leider keine Auflistung, wo man einfach sagen kann, also auch hier kann man auf die Namen klicken. So wissen wir zum Beispiel, dass in der FDP ein Abgeordneter namens Till Lassen wir es jetzt Mansmann mal. sitzt. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, jedenfalls lassen wir das mal und beenden hier mal, bevor das Niveau endgültig raus wird. Weil wenn man mit Bundestag anfängt, dann ist man entweder beim Polit-Talk oder ist hier bei niedrigem Naja, jetzt Niveau. schließt sich der Kreis praktisch. Ach so. Wir haben doch damit angefangen. Ja. Ja, jedenfalls, das war dann unser toller Polit-Talk, der kein Polit-Talk war, so ungefähr. Und dann reden wir demnächst über das wichtige Thema. Hier beliebiges wichtiges Thema einfügen, was man reden kann. Zuckerrohranbau in Deutschland. Keine Ahnung. Dann muss die Kar damit mitmachen. Wird in Deutschland überhaupt Zuckerrohr angebaut? Also hier wird sehr viel Zuckerrohr angebaut. Ja, aber hier sind wir nicht in Deutschland, wir sind hier in Minecraft drin. Gut, dass es hier keine Regelung für eine Maximalhöhe von Zuckerrohr gibt. Ich Also in glaube, in Deutschland der wäre es Realität bestimmt. wäre, ja, in Deutschland wäre das einfach geregelt von irgendeiner Behörde. Ja. Ich finde es schön, wenn ich hier oben bin, dann spackt da unten einfach dieser Arm bei dem Acker, spackt so ein bisschen rum, der sich da so dreht. Da sieht das aus, als würde der so schnell zappeln, dass er quasi schon halb auf Lichtgeschwindigkeit sich dreht. Wo bist du denn? Einfach mal hier so ein bisschen in die Luft fliegen. Ach so. Ah, ja. Der hat ein paar Zuckungen. Ja, ich glaube, bevor wir jetzt weitermachen, hören wir sie mal schnell auf und dann sehen wir uns keine Ahnung wann wieder. Ja, wir haben sehr schnell aufgehört, wirklich. Tschüss.